Hallo ihr Lieben, heute erzählt Marasi schon die zweite Geschichte von Beatrice und Robin. Sie machen einen Segeltörn. Wenn euch diese Geschichte gefällt, dann erzählt euren Freunden davon. Danke fürs Anhören und viel Spaß! Der Segeltörn. Am Samstagmorgen wurden Beatrice und Robin ganz früh von ihrem Papa geweckt. Robin protestierte etwas, da er gern lange schlief. Er wusste auch gar nicht, warum er so früh geweckt wurde. Als er ins Bad schlurfte, sah er ein paar gepackte Taschen im Flur stehen. »Papa«, jubelte er, »fahren wir zur Lotte?« »Jahaha, Überraschung«, rief Papa fröhlich zurück und schaute aus der Küche heraus. Kaum hatte er das ausgesprochen, stand auch Beatrice im Flur. »Boot fahren, Boot fahren«, sagte sie. Wenn sie aufgeregt war, dann sprach sie manches Mal noch in der Kleinkindsprache. Robin zog sie dann immer auf, doch dazu hatte er da keine Zeit. Er wollte sich schnell im Bad fertig machen. Nach einer Viertelstunde saßen die Geschwister am gedeckten Frühstückstisch. Und der Papa erzählte: »Ich habe mir das gestern Abend spontan überlegt. Es ist so schönes Wetter. Da könnten wir doch dieses Wochenende mit der Lotte einen Segeltörn machen. Ihr fragt euch, wer Lotte ist? Ein Segelboot. Der Opa von Beatrice und Robin hatte vor ganz langer Zeit dieses Boot gekauft und es der Oma geschenkt. Die Oma heißt Charlotte, aber alle nennen sie nur Lotte. Und so haben sie ihr Segelboot Lotte getauft. Es lag unten im Yachthafen. Eine Stunde später waren sie dort. Nachdem das Gepäck verstaut war, zogen sie sich ihre Rettungswesten an. Darauf bestand der Papa immer. Robin zog das Segel hoch. Und dann wurden die Leinen losgemacht und Lotte fuhr auf das offene Meer. Auf dem Meer durften dann auch Beatrice und Robin das Steuerrad bedienen. Beide gingen schon in die Segelschule. Beatrice aber erst seit kurzem. Sie musste 15 Minuten im tiefen Wasser schwimmen können, bevor sie von der Segelschule aufgenommen wurde. Und das hatte sie erst vor kurzem gekonnt. Sie schipperten nun einige Stunden auf dem Meer umher. Am Nachmittag holte der Papa die Angeln aus einer Tasche. Beatrice war ganz verrückt aufs Angeln. Sie liebte es, auf dem Boot zu sitzen, die Wellen zu beobachten und abzuwarten, ob die Angel sich bewegte. Sie hatten kein Glück. Nicht ein einziger Fisch biss an. Wie gut nur, dass der Papa vorsichtshalber Matjes mitgenommen hatte. Daraus machte er einen Heringssalat. Den aßen sie mit Pellkartoffeln auf dem Deck. Die Sonne schien noch lange und so blieben sie auf dem Deck und spielten Schiffe versenken. Nachdem die drei noch den Sonnenuntergang beobachtet hatten, fielen sie in ihre Kojen. Schon früh wurden sie munter und gönnten sich ein ausgiebiges Frühstück mit Speck, Krabben und Eiern. Ein richtiges Seemannsfrühstück. Die Krabben hatten sie gestern noch von ihrem Lieblingsfischer frisch vom Kutter geholt. So gestärkt segelten sie noch weiter bis zum Mittag. Dann fuhren sie wieder in Richtung Küste zurück. Der Papa steuerte auf einen Strand zu. Natürlich durfte man dort nicht anlegen, aber das wollten sie auch nicht. Ein Stück vor dem Strand stoppte der Papa das Boot. »Und jetzt die Badesachen an«, rief er. Das fand Robin immer am coolsten. Er durfte vom Boot ins Wasser springen. Das konnten die Urlauber am Strand nicht. Sie schwammen um die Wette und hüpften immer wieder vom Boot ins Wasser.
Am späten Nachmittag setzten sie die Segel und fuhren zum Hafen. Nachdem Lotte wieder festgemacht war, lud der Papa sie noch in das kleine Restaurant abseits der Promenade ein. Das Restaurant gehörte Papas alten Schulfreund Ole. Dort gab es die beste Bouillabaisse der ganzen Stadt. Diese Fischsuppe war so lecker. Beatrice könnte sie jeden Tag essen. Robin aß lieber Fleisch und so bekam er ein Wiener Schnitzel. Zum Nachtisch spendierte Ole jedem Kind noch eine rote Grütze mit Vanilleeis. Lecker! Robin mochte Ole gern. Er sah wie ein richtiger Seebär aus. Dunkle Haare und ein Vollbart. Sehr groß und er hatte einen richtigen Seemannsbauch. Er könnte direkt aus einer Seemannsgeschichte entsprungen sein. Ole setzte sich zu ihm, klönte ein bisschen mit Papa und neckte die Kinder. An diesem Abend fielen Beatrice und Robin sehr müde, aber glücklich in ihre weichen Betten.